Hier sind wieder 5 Ideen für ein besseres Leben mit Rob und Dave. Heute aus dem Buch Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki und Sharon Lechner. Idee Nummer 1, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Wenn du fleißig lernst und gute Noten schreibst, bekommst du einen gut bezahlten Job. Wer von uns hat diesen Spruch nicht schon mal gehört? Ich habe diesen Spruch gehasst und wirklich gebracht hat er auch nichts. Eine gute Ausbildung und gute Noten sind heute leider keine Erfolgsgarantie mehr. Täglich werden gut ausgebildete Leute entlassen, gut bezahlte Jobs wie zum Beispiel Ärzte verdienen schon lange nicht mehr so viel wie früher und von der Rentenversicherung können wir alle auch nichts mehr erwarten. Wir brauchen neue Antworten. Eine neue Antwort könnte lauten, mehr über den Umgang mit Geld zu lernen. Zur Veranschaulichung nehmen wir die beiden Väter von Robert Kiyosaki. Er hatte einen reichen und einen armen Vater. Beide Männer waren beruflich erfolgreich und arbeiteten ihr Leben lang hart. Beide erzielten beträchtliche Einkommen, trotzdem hatte der eine sein Leben lang mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und der andere baute ein Imperium auf. Warum war das so? Der arme Vater würde zum Beispiel sagen, das neue iPhone kann ich mir nicht leisten. Der reiche Vater hingegen würde fragen, wie kann ich mir das neue iPhone leisten? Wenn wir automatisch sagen, das kann ich mir nicht leisten, stellt das Gehirn die Arbeit ein. Die Frage, wie kann ich mir das leisten, regt dagegen das Gehirn zum Denken an. Dies ist nur eins von vielen Beispielen, wie sich die Denkweise über Geld zwischen dem armen und dem reichen Vater unterscheidet. Es zeigt sehr deutlich, dass wenn es um Geld geht, einer von ihnen sein Gehirn abschaltet, während der andere es trainiert. Langfristig führte das dazu, dass der eine finanziell immer stärker, der andere immer schwächer wurde. Um auf unseren Lieblingsspruch zurückzukommen, der arme Vater würde sagen, lerne fleißig, damit du in einem guten Unternehmen unterkommst. Der reiche Vater würde stattdessen sagen, lerne fleißig, damit du ein gutes Unternehmen kaufen kannst. Idee Nummer 2, die Reichen arbeiten nicht für Geld. Das Leben der meisten Menschen wird bis in alle Ewigkeit von 2 Gefühlen bestimmt, von Angst und von Verlangen. Anfangs bringt uns die Angst, kein Geld zu haben, dazu hart zu arbeiten und sobald wir unser Gehalt bekommen, gaukelt uns das Verlangen vor, welch wundervolle Dinge wir mit Geld kaufen können. Wenn man ihnen dann mehr Geld gibt, erhalten sie den Kreislauf dadurch aufrecht, dass sie auch ihre Ausgaben erhöhen. Das bezeichne ich als Falle. Mit diesen Worten begann der reiche Vater den Unterricht über den Umgang mit Geld, als Robert Kiyosaki und sein Freund Mike 9 Jahre alt waren. Der kleine Robert fragte natürlich, kann man denn dieser Falle entgehen? Ja, sagte der reiche Vater, indem wir uns bewusst entscheiden, was wir denken, statt einfach auf unsere Gefühle zu reagieren. Statt einfach aufzustehen, den Frühstückskaffee herunterzuschütten und zur Arbeit zu gehen, weil wir Angst haben, unsere Rechnungen nicht bezahlen zu können, sollten wir stattdessen nachdenken, um uns selbst die richtigen Fragen zu stellen. Fragen wie, lässt sich dieses Problem tatsächlich am besten dadurch lösen, dass ich härter arbeite? Die erste und wichtigste Lektion lautet daher, seid ehrlich mit euch selbst und seid euch eurer Gefühle bewusst. Der reiche Vater ergänzte, ich will euch nicht einfach nur beibringen, wie man einen Haufen Geld verdient. Auf diese Weise würdet ihr weder die Angst noch das Verlangen in den Griff bekommen. Wenn ihr reich werdet, ohne gelernt zu haben, mit eurer Angst und eurem Verlangen klarzukommen, seid ihr nichts weiter als hochbezahlte Sklaven. Der kleine Robert fragte, und was sollen wir jetzt machen, um dieser Falle zu entgehen? Der reiche Vater entgegnete, je eher ihr euch von der Vorstellung verabschiedet, ihr bräuchtet ein Gehalt, desto leichter werdet ihr es haben, wenn ihr erwachsen seid. Benutzt euren Kopf, arbeitet umsonst und bald wird euch euer Verstand Möglichkeiten zeigen, wie ihr zu mehr Geld kommt, als ich euch je zahlen könnte. Idee Nummer 3, die Notwendigkeit eines soliden finanziellen Grundwissens. Wie können wir denn nun schnell reich werden? Die Antwort darauf können wir mit dem Bau des Empire State Buildings vergleichen. Wenn wir das Empire State Building bauen möchten, brauchen wir ein tiefes Loch und ein solides Fundament. In unserem Drang, reich zu werden, versuchen die meisten Menschen jedoch, das Empire State Building auf ein 20 cm tiefes Fundament zu stellen. Das kann natürlich nicht klappen. Wir brauchen also ein solides Fundament, in diesem Fall ein solides finanzielles Grundwissen. Regel Nummer 1, wir müssen den Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten kennen. Das ist auch die einzige Regel. Hört sich das bekannt an? Richtig. Im Video zu Bodo Schäfer hatten wir diesen Gedanken bereits. Aber hier ist er nochmal deutlich ausführlicher erklärt. Mag sein, dass diese Regel lächerlich einfach klingt, aber die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie tiefgreifend sie wirkt. Robert Kiyosaki hat das folgende Schaubild entwickelt, um den Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten so deutlich wie möglich zu erklären.
Bei einem Vermögenswert wandert aus eurem Vermögen Geld in eure Einnahmen. Also ihr verdient Geld durch euer Vermögen. Bei einer Verbindlichkeit entstehen Ausgaben durch eure Verbindlichkeiten. Anhand eines Beispiels wird dies deutlicher. Bei einem Angehörigen der Mittelschicht sieht der Cashflow wie folgt aus. Er arbeitet und bekommt ein Einkommen oder ein Gehalt jeden Monat. Von diesem Gehalt hat er sich irgendwann mal ein Haus gekauft und eine Hypothek aufgenommen, Kleinkredite aufgenommen und seine Kreditkarten belastet. Er hat also Verbindlichkeiten aufgebaut. Diese Verbindlichkeiten kosten natürlich Zinsen. Dies führt zu Ausgaben. Das heißt, die Verbindlichkeiten führen zu Ausgaben und er verliert dadurch Geld. Bei einem wohlhabenden Menschen sieht es jedoch anders aus. Der wohlhabende Mensch hat auch Einnahmen, sei es, er verdient auch jeden Monat Geld durch ein Einkommen bei der Arbeit, aber er hat sich Vermögen aufgebaut. Er hat sich Aktien gekauft, Anleihen gekauft, Schuldscheine oder Immobilien, die er vermietet und dadurch nimmt er zusätzliche Einnahmen ein. Anhand dieses Beispiels sieht man sehr schön, wie das Geld fließt. Diese Diagramme sind natürlich grob vereinfacht. Jeder Mensch muss seinen Lebensunterhalt bestreiten, braucht Nahrung, Obdach und Kleidung. Die Diagramme zeigen jedoch, wie das Geld durch das Leben eines Angehörigen der Mittelschicht und eines reichen Menschen fließt. Die meisten Menschen wissen nicht, wieso sie in finanziellen Schwierigkeiten stecken, weil sie nicht verstehen, wie ihr Geld fließt. Sobald wir wissen, wie unser Geld fließt, lautet der Rat: Ausgaben verringern, Verbindlichkeiten beseitigen und gewissenhaft eine Vermögensbasis auf Grundlage eines soliden finanziellen Wissens aufzubauen. Idee Nummer 4, der Einstieg. Die eigenen Hindernisse überwinden. Auch Menschen, die sich weitergebildet und sich ein solides Finanzwissen angeeignet haben, können auf ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit auf Hindernisse stoßen. Es gibt 5 wichtige Gründe, weshalb es finanziell gebildeten Menschen nicht gelingt, ein üppiges Vermögen anzuhäufen. Diese 5 Gründe sind Angst, Zweifel, Faulheit, schlechte Angewohnheiten und Arroganz. Grund Nummer 1, Angst. Wir sollten unsere Angst vor Geldverlusten überwinden. Es gibt wohl niemanden, der gerne Geld verliert. Aber trotzdem gibt es wohl kaum einen reichen Menschen, der nicht schon mal viel Geld verloren hat. Grund Nummer 2, Zweifel. Wie viele Leute kenne ich, die mir erzählen, dass der Börsencrash im nächsten Jahr kommt? Ich glaube, dass jeder solche Menschen kennt und in jedem von uns steckt ein solcher Mensch. Aber diese Zweifel sind schuld daran, dass wir arm bleiben. Grund Nummer 3, Faulheit. Die viel beschäftigsten Menschen sind meist die faulsten. Ich treffe oft Menschen, die zu beschäftigt sind, um sich um ihr Geld zu kümmern. Diese Menschen sind immer in Bewegung, um den Dingen aus dem Weg zu gehen, denen sie sich nicht stellen möchten. Wenn uns also bewusst wird, dass wir uns vor einer Sache drücken, sollten wir uns immer fragen, was bringt es mir, wenn ich mich damit beschäftige? Wir sollten neugierig sein. Neugier ist das beste Mittel gegen Faulheit. Grund Nummer 4, Gewohnheiten. Der arme Vater von Robert bezahlte seine Rechnung stets am Anfang des Monats aus Gewohnheit. Danach blieb kaum was übrig. Der reiche Vater hingegen bezahlte sich immer zuerst selbst, bevor er alle anderen Rechnungen bezahlte. Wenn er danach nicht alle Rechnungen bezahlen konnte, musste er sich immer etwas einfallen lassen, um diese bezahlen zu können. So setzte er sich selbst unter Druck und wurde finanziell immer stärker. Grund Nummer 5, Arroganz. Arroganz ist Ego plus Ignoranz. Die meisten Menschen verstecken ihre Unwissenheit hinter Arroganz. Wenn wir wissen, dass jemand keine Ahnung von einer Sache hat, sollten wir uns einen anderen Experten suchen oder ein Buch lesen. Idee Nummer 5, lasst uns loslegen, die ersten Schritte machen. Wie fangen wir also an? Gute Geschäfte sind wirklich leicht zu finden. Es ist genau wie damals, als wir das Fahrradfahren lernten. Am Anfang war es ein bisschen wackelig, doch dann war es kinderleicht. Die folgenden 5 Schritte sind die wichtigsten, um den Anfang zu machen. Erstens, wir brauchen einen Beweggrund, der größer ist als die Wirklichkeit. Unser Grund könnte zum Beispiel lauten, wir wollen um die Welt reisen und so leben, wie wir wollen. Wir wollen die Kontrolle über unser Leben und über unsere Zeit haben. Wenn wir keinen Grund haben, finanziell unabhängig zu werden, der stark genug ist, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Der Weg wird uns zu anstrengend erscheinen. Zweitens, wir treffen täglich unsere Wahl. Dies ist die Macht der freien Entscheidung. Täglich können wir uns aufs Neue entscheiden, was wir mit unserem Geld anfangen und womit wir uns geistig beschäftigen. Wer reich werden will, muss und kann sich täglich dafür entscheiden. Drittens, investiert zuerst in eure Bildung.
Letzten Endes ist unser einziges wahres Vermögen unser Verstand. Es ist das mächtigste Werkzeug, das unserer Kontrolle untersteht. Wir können den ganzen Tag Game of Thrones auf Netflix gucken, Kaffee bei Starbucks trinken, shoppen gehen oder eben ein Finanzplanungsseminar besuchen. Die meisten Menschen kaufen einfach irgendwelche Kapitalanlagen, statt zuerst in ihr Wissen über das Investieren zu investieren. Viertens, wählt eure Freunde sorgfältig aus. Man sollte seine Freunde natürlich nicht nach den Jahresabschlüssen ihrer Unternehmen auswählen, aber schon danach schauen, ob sie einen unterstützen oder einen herunterziehen. Es fällt mir zumindest häufig auf, dass nur bestimmte Freunde über Geld sprechen und dass diese auch schon Vermögen aufgebaut haben. Das heißt nicht, dass sie damit prahlen, sondern dass sie sich einfach für das Thema interessieren. Auf diese Weise lerne ich von ihnen und sie von mir. Fünftens, meistert zunächst eine Formel und lernt dann eine neue. Wenn ein Bäcker ein Brot backt, hält er sich an ein Rezept, selbst wenn dieses Rezept nur in seinem Kopf existiert. Das gleiche gilt für Geld verdienen. Wenn es um Geld geht, kennt die Mehrzahl der Menschen im Allgemeinen nur die eine Formel, die sie in der Schule gelernt haben. Und die lautet, für Geld zu arbeiten. Wenn wir das satt haben, was wir tun oder wir nicht genug verdienen, müssen wir einfach eine neue Formel fürs Geldverdienen finden. Wir könnten zum Beispiel ein Seminar zum Thema, wie man Immobilien aus der Zwangsversteigerung kauft, besuchen und in die Tat umsetzen. Wenn wir diese Formel gemeistert haben, kommt die nächste. Jedem von uns wurden zwei große Gaben geschenkt. Unser Verstand und unsere Zeit. Nun liegt es an uns, daraus zu machen, was wir wollen. Handelt jetzt! Das waren 5 Ideen aus dem Buch Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki und Sharon Lechner mit Rob und Dave. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Ideen für euch mitnehmen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns freuen, wenn ihr dieses Video mit euren Freunden teilt und uns abonniert. Das nächste Video ist bereits in Arbeit.